Herzlich willkommen, Kapitän und Kapitän bei Wild auf Wursche. Wir spielen 100 T5. Ich musste leider wieder eine Aufnahme löschen, weil ich wollte Rubrich, so mal euch Rubrich wieder zeigen. Und es war eine CV-Runde und der CV ist so damals auf mich auf den Sack gegangen. Ich konnte überhaupt kein Spiel, also wie kein richtig Gameplay aufnehmen. Also, das war so extrem nervig gewesen. Es ist eigentlich ein bisschen schade. Ich möchte euch aber die Schiffe, wie ich immer wieder gespielt habe, euch mal in der einen Runde wieder zeigen. Kannst du leider nicht, wenn die Leute hier so auf die Nüsse gehen einfach, du selber nicht richtig zu spielen kommst. Also wir hatten hier eine Runde gehabt, wir komplett ungebalanced waren. Wir hatten eine komplette Seite nur Divis gehabt auf und du hattest alles nur secondary Schiffe nur. Also es hat mir persönlich echt null Spaß gemacht, diese Runde. So, der liebe Rainbow ist auch dabei. Mexiko. Ich hatte dieselbe Probleme, ich könnte überhaupt mein Spiel auch nicht machen. Ja, also der hat uns extrem gefokust, aber es war für meinen Geschmack zu auffällig gewesen. Also, das ging gar nicht. Also, ich kann es verstehen, wenn der CV bestimmte Schiffe fokussiert, ja, oder Zerstörer. Aber der ist nur permanent nur uns angeflogen. Also, das war für meinen Geschmack zu auffällig. Deswegen musste ich leider Video leider löschen oder so. Ich war extrem salzig, das ging gar nicht mehr. Und ich wollte ja nicht hier die ganze Zeit ein Video nur Gemecker hören. Also, komm, wenn ich die Aufnahme. Also ich habe zu Rainbow gesagt, eigentlich ab diesem Punkt hätte ich schon Alter 4 gemacht und Spiel ausgemacht. Also es hat mir wirklich gesagt null Spaß gemacht. Also das Spiel soll ja wenigstens Spaß machen, aber kannst du keinen Spaß haben, wenn die Leute dir so auf die Nüsse gehen, nichts machen kannst, du wirst vorne beschossen, jetzt die CV durch noch extrem nerven. Also dazu noch der ist halt in Kreuzer, Schlachtschiffe, Luftabwehr reingeprescht. Das hat ihn gar nicht gejuckt. Also Battleship Warspite. Also ich bin der Meinung, Wargame muss extrem die Luftabwehr nochmal extrem überarbeiten. Weil der Rainbow hat den Musashi gespielt und ich ja mit meinem Ruprecht, aber das hat ja kurios so wie ihn nicht gejuckt. Also der ist rumgeflogen, er konnte seine Tropps abschmeißen. Ja. Also wenn ich überlege. Als CV hattest du Respekt gehabt von bestimmten Schiffen, du konntest du nicht anfliegen. Weil du große Angst hast, die komplette Staffel weggeschossen wird. Aber jetzt bei den ganzen CV-Rulework, es ist, ach scheißegal, welche paar Flieger verliere, ist es so eh egal. Also. Also es gibt ohnehin. Also das Problem, was ich hatte, war, die Flak war ohnehin von mir schlecht. Ja, das persönlich verstehe ich eigentlich auch nicht. Die Japaner haben relativ starke, also relativ, wenn man so sieht, relativ starke große Luftabwehrkanonen, ja. Und hier sind die japanische Luftabwehr einfach komplette Rotze, einfach, das kann ich mir auch nicht so vorstellen, die so beschissen waren. Eigentlich, die hatten ja zwischen 25 bis 30 mm oder so sonst irgendwas mit Bordgeschützen, ja. Und du kommst mir mit ein paar Ping-Ping-Granaten um die Ecke oder was. Also. Kannst du auf den Nürnberg schießen? Bums! Boah, schön weggelöscht. Richtig. Zwei Skip das und dann Bums. Ja, aber hättest du mal den richtig weggelöscht. Hat leider nicht ganz gereicht. Ja, das ist immer so. Eine Granate hat meistens immer, wird es immer fehlen. Ich habe aber sagen, alle fünf Türme benutzt. Ja. Ich fahr mal rückwärts an den Front. Viermal getroffen und ich abgefackelt. Okay. Auf was? Oh, ich bin offen? Ja, ich bin auch offen, aber haben einen DD hier. Oh Lord, der DD ist direkt vor mir, ist eine Gate. Irgendwas hat mir gerade richtig was gedrückt, ich weiß nicht was. Junge, ich war ganz doof rückwärts, also.
Oh, das hier auch mal wird. Also irgendwas hat mir gerade richtig wehgetan. Popo, der Ru- ja, Heinrich ist am Pushen gerade bei mir. Jetzt würde ich es nicht, ich kann nicht hin. Muss noch viel weiter rückwärts. Jetzt hilft mir aber mein Flieger nicht. Dann wäre ich jetzt so. Immer noch nicht. Schade. Mein Glück, ich weiß nicht, was der Typ vor mir hat, aber der ist übelst gerade am Pushen gerade. Okay. Ach. Könntest du mal den Schlachtschiff da hinten mal wegschießen? Der steht jetzt so, dass ich da nicht angreifen kann. Jetzt fährt er wieder weg, ey. Also den Captain. Ja. Aber wenn ich da auf den anderen schießen will, muss ich meine Typen schon wieder dahin. Also Nimi ist ein Bayer. Ich hätte eigentlich. Ja, ich kann schon wieder nichts angreifen. Und dann. Ich kann mal. Schon. Will ich sagen, aber der Schlachtschifffahrer, Dude, der will mich da, glaube ich, da wegpushen. Ja, der will mich pushen. Oh, ich bin da. Geht, ist mir gerade scheißegal. Aber der ist tot. Und nicht nach Schlag. Ach du Kack, die nehmen mich so meine Bayern. Okay, da kann ich gerade nicht dienen. Nee, meine Typen sind komplett in der Richtung gerade. Aber. Ich sehe jetzt auch die Bayern. Ja. Ah, Bayern daneben getroffen. Boah. Spür das, Bayern. Oh, Alter. Ist das Schweineknapp. Weg. Aua. Oho, gehen wir eine Runde kuscheln. Oh, danke. Jetzt bist du dran. Sind wir schon wieder weg. Eieieiei. Oh, dass hier vorkommt. Oder nur. Also, genau, hat die Mexiko nicht relativ eine starke Anti-Air? Die war vielleicht mal früher stärker. Also gegen 4 ist sie bestimmt noch einigermaßen gut, aber gegen 6, ich weiß nicht. Der Schussbund geht ja gar nicht. Warte mal, ich bin ein bisschen auf der Gede geholfen. Leute, U-Boot ist da oben. Oh, dann schieße ich lieber auf den Schlachtschiff wie auf den Zerstörer gerade. Eieieiei.
Oh, ich, aber auch, ich weiß aber nicht, was da richtig seine Aufgabe war. Oh. Jawoll. So, sie brauchen nur noch einen CV oder einen Kreuzerabschuss noch. Lol, ich hab die Bayern komplett verfehlt. Bayern wieder abgefackelt? Oh, gegen beide gerade auf, momentan auf mich. Naja, ich helfe mit. Ach, die Tür immer wieder. Oh. Nee, der geht weiter auf dich. Die ist immer noch auf mich. Ja. Pensacola und Bayern. Ja. Aber Bayern ist fast beinahe tot. Schön. Ja, dann geht gleich wieder an der Tür und nützen. Oh, die New York da schießt mit Hai. Ja, merke ich gerade. Oh. Alter. Fährt der CV oder bleibt der CV stehen? CV steht. Cool, danke. Du kannst auf den CV oder einen Kreuzer schießen. Ich mache gerade. Ich kann beide beschießen. Ich habe gerade Tops auch auf die CV abgesetzt. Also ich gehe gerade auf die Pep. LOL! Ups. Das sind Zerstörer! Na. Ich jetzt. Bewegt sich ich oder nicht? Oh, der bewegt sich nicht. Nö, der ist auf K. Oh, man muss trotzdem irgendwie ein Kreuz raus werden, ey. Sein zu killen können, wenn der U-Boot nur kommt. Ach du Kabel, das U-Boot ist in der Nähe. Ja. Alter. Ich bin trotzdem doch Peus, ich hab die gar nicht gesehen, ey. Tot. Echt nicht gesehen, die und den U-Boot. Weil ihn keiner umgekümmert hat, deswegen. Also die Torps hätten eigentlich den CV weggejodelt. Warum gehen eigentlich die Leute nicht darauf, wo es eigentlich sinnvoller ist? Wenn der eine sieht, halt schon die Torps abgeschmissen, dann gehe ich doch nicht mehr auf den Ziel noch nicht mehr drauf. Ich hol mal den Cap. Ja. Habe ich mal so einen Freeze-Kill gemacht gerade. Ja, wie wollen wir denn den Cap holen? Also, Dubut hätte wahrscheinlich keine Chance, wenn hätte ich Hydro angeschmissen. Ja. Deswegen. Aber wir können nur beide Caps noch, wir können nur eine Caps noch holen. Ich habe schon zwei Eroberungen, cool. 18.000 Schaden, das ist auf Stufe 5, Alter. Ich hätte fast nebenbei noch Kraken noch. Ja. Eieieiei. Das ist ja was.
Aber wie der Heinrich mich komplett auch nicht auf mich gar nicht geschossen hat. Ich glaube, der hat ja auf mich überhaupt keinen Schirm, so wenig auf den Schirm gehabt. Also unser CV könnte man auch mal umdrehen. Ja. Also die Tor. Ich habe hier 4 Torpedotreffer gemacht und da war der Heinrich schon tot. Völlig, ja. Oder? Also, bei knapp 21.000 Schaden hätte, glaube ich, ein Werfer auch schon komplett ausgereicht. Ja. So, ein weiterer Eroberungscap für mich. Juhu. Ich glaube, den Kran kenne ich mehr. Wenn man muss in New York eine Detonation nur mitnehmen. Ja. Schade, aber wenigstens also Abschluss für den 6 und noch eine schöne Runde noch. Ich habe hier 11.000, ja. Ich habe fast hier Dings 10.000 Erfahrungspunkte. 85.000 Schein, Alter. Ja, alles klar. Also ich hatte relativ meine relativ schöne Runde. Ja, wir sagen, 5 war jetzt durch. 5 war durchgespielt. Ruprecht war eine Niederlage. Ach, wie schön. Wer hätte das gedacht? Ja, ja. Leider wieder eine komplette Abschlussrunde. Gegner hat nur 3 Schiffe verloren und hier. Unser U-Boot hat nur. Boah, Alter. Der feindliche U-Boot hat 2200. Also, es ist. Keine schöne Runde gewesen mit Ruprecht. Ist ein bisschen schade, dass euch das. Ich hätte es euch echt gerne gezeigt. Aber mal gucken, wir haben hier noch nächste Folge. Super Container. Aber wenigstens für die geile Runde auf Stufe 5 wenigstens ein Super Container. Oh. Ja. Schön. Mal gucken, was es drin ist. Da, 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 da. 100 Signale. 100 Signale für Hydro. Schön. Ja, wir sagen Stufe 5 abgeschlossen. Jetzt kommt Stufe 6. Freue ich mich schon drauf. Habe ich irgendeinen passenden Kapitän? Oh, habe ich hier. Ja, die stimmt ja. Die habe ich ja zurückgesetzt. Boah. Ich hab die so. Okay, das sind die beiden Schiffe, was ich brauche. Ich hab Godzilla? Ist ja nicht der auf ich auf der Magi? Nee, gar nicht. Nee. Ach, ich nehme Godzilla. Der hat ja überhaupt keine Fähigkeiten. Ist auf einer Magi drauf geskillt. Stimmt, die habe ich ja einmal kurz wieder gespielt und da habe ich ja Dings gehabt. Kommst du auf Stufe 4 wohl? Zack. Godzilla, so. Ich hätte die Ruder. Warum ist das Ziel? Nehme ich das noch.
Ich hab kein Hydro? Nee. Mir wird Leben empfohlen. Wo habe ich bei diesem Schiff eigentlich. Was da? Ich hätte Ruderschwerzeit, muss mit dem Schiff sehr viel wackeln. Boah. Ach du Scheiße. Für die Tarnung für den Sechser sieht ja übelst hässlich aus. Boah. Komm, kriege die Seele des Ozeans. Ach du Schande. Mal gucken, was habe ich hier? 12 Kilometer, 17.000 Schaden. Der 5 hat, nee, 5, der 6 hat wieder weniger Schaden dabei. Aha. Also ist immer gut zu wissen. 14 Kilometer, was habe ich Stock? 6,2, 12,6. Ach du Scheiße. Ja, okay, da ich hole mir das Reichweitenmodul. Also hier brauche ich nicht auf 13 Kilometer rumballern. Also 14 ist schon angenehm. Und den Rest mache ich mit Free XP. Was ist das? Was habe ich von Luftabwehrreichweite jetzt überhaupt? 5,3. Ah, okay. 5,3 immer noch. Ach du Scheiße. Ja. Brauche ich eigentlich nicht, das. Naja, wir sagen das. Wünsche euch noch einen schönen Tag, noch einen schönen Abend, noch bis nächstes Mal und haut rein. Tschüss. Tschüss.